Überfüllte Klassen, entfallene Stunden und Quereinsteiger, die Unterricht geben. Der Lehrkräftemangel hat viele Gesichter. Die Pädagoginnen Petra Golubic und Trixi Halama sprechen mit Anna Rosner darüber, wie sie ihren Arbeitsalltag so meistern. Überlastet, unterbesetzt und zu wenig Zeit für die Kinder. Der Lehrkräftemangel ist seit Jahren ein Thema. Und eine Besserung sei nicht in Sicht. Denn bis 2030 gehen geschätzt 30% der Lehrkräfte in Österreich in Pension. Laut Bundesminister Martin Polaschek müssen in den nächsten 5 Jahren 20.000 Stellen nachbesetzt werden. Lösungsansätze gab es dafür schon viele. Wirklich geholfen habe aber noch keine. Ich bin seit 1986 als Lehrerin tätig, also sehr, sehr lange und immer an dieser Schule. Ich bin Lehrerin geworden aus Berufung, weil ich sehr, sehr gerne mit Kindern arbeite. Ich habe auch schon sehr früh begonnen, mich im Bereich Reformpädagogik damit auseinanderzusetzen, wie kann ich Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen meine Unterstützung geben. Und jetzt merke ich halt, das ging sich früher gut aus und das wird halt immer schwieriger. Ja? Also das ist, ja. Würdest du heute dich denn wieder für den Beruf als Lehrerin entscheiden? Unter anderem mit einer neuen Schule, mit einer neuen gemeinsamen Schule, in einer Schule, wo wirklich eine gute Durchmischung ist, in einer Schule, wo man nicht trennt die Kinder, die Unterstützung haben, abtrennt von denen, die keine Unterstützung haben, die grobe Defizite haben, sodass dann eine, ja, in einer gemeinsamen Schule, wo sich das gut verteilt, und wo man auch weniger Verwaltung zu tun hätte oder wo man einen Verwaltungsassistenten oder eine Verwaltungsassistentin an der Seite hätte, ja, dann würde ich das wieder machen, weil ich mag die Kinder und ich unterrichte gern. Und so, ja, wie es jetzt ist? Nein. Viele Lehrpersonen gehen früher in Pension oder müssen aufhören zu unterrichten, weil sie in ein Burnout rutschen. Für die Sonderpädagogin Petra Golubic ist es wichtig, die Balance zu halten, um sich nicht zu überarbeiten. Also oft denke ich mir, wieso tue ich mir das an? Also das denke ich mir wirklich oft. Aber je älter ich werde, je mehr Erfahrung ich habe, ich glaube, ich kann jetzt wirklich mich langsam distanzieren. Auf eine sehr feine Art und Weise, sodass ich trotzdem immer noch sehr motiviert arbeite, aber dass ich dann abschalten kann. Das ist wirklich eine Kunst, das muss man lernen. Es ist eine Frage der Zeit und Ausdauer. Nach der Stundenplanung und dem Unterricht ist die Arbeit der Lehrkräfte aber nicht getan. Es ist der reinste Dokumentarismus, den wir eigentlich gerne abgenommen bekommen wollen, von Verwaltungsassistenten, die uns da helfen, beziehungsweise auch, dass man wieder zurückgeht, ne? Dass man wieder sagt, muss man das alles? Kann man nicht den Lehrern ein Öffi-Ticket zum Beispiel geben, um zu ermöglichen, dass man mit den Kindern Ausflüge machen kann, dass man mit den Kindern wegfahren kann? Die Leute verlieren die Freude daran. Und das ist auch der Grund, dieser Verlust der Freude am Kind, weil so viel Verwaltungstätigkeit da ist, ist der Grund für viele, dass sie sagen, nein, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe lieber ein bisschen weniger Pension, aber ich habe wieder Kraft für mich selber. Bei ihren Anliegen fühlen sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht gehört. Wir sehen uns als Expertinnen, ja, und es sind ja viele, die sagen, ich hätte diese Idee, ich würde das gerne machen. Wir haben auch schon Petitionen verfasst, wir sind auch bei gemeinsamer Schule, bei einer Bildungsplattform engagiert. Wir wüssten, wie es geht. Wir wüssten zwar nicht jetzt konkret, wie können wir jetzt aktuell den Lehrermangel jetzt sofort bekämpfen. Aber es gäbe ein paar Dinge, die sogar jetzt möglich wären. Also es sind nicht die großen Dinge, aber ich glaube, um wirklich gute Schule für alle bieten zu können, bedarf es einer absoluten Reform. Viele Lehrpersonen haben konkrete Vorstellungen, wie der Job wieder attraktiver werden kann. Eine tiefgehende, große Reform, wo wir Lehrer und Lehrer, also wir Lehrerinnen und Lehrer eigentlich viel mehr Freiräume hätten für unsere Ideen, für unsere Innovationen. Also wir wollen auch innovativ und kreativ arbeiten,
Wir möchten auch Schule für alle quasi zugänglich machen. Wir möchten das Wissen zugänglich machen. Ohne grundlegende Veränderungen bleibe der Lehrkräftemangel die größte Herausforderung im Bildungsbereich.